Disney begann seine Reise in die Welt der Videospiele in den frühen 1980er Jahren. In einer Zeit, als die Videospielindustrie noch in den Kinderschuhen steckte, erkannte Disney das Potenzial dieses neuen Mediums, um seine beliebten Charaktere und natürlich auch Geschichten in einem interaktiven Format zu präsentieren. Die ersten Disney-Videospiele, die auf den Markt kamen, waren einfache, aber bezaubernde Umsetzungen ihrer beliebtesten Charaktere und Filme. Die Firma hatte jedoch kein genaues Gefühl, wie sie mit der neuen Technologie umgehen sollte, und so wurde hier auch etwas experimentiert. Eines der ersten Videospiele war Tron, basierend auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Film von 1982. Dieses Spiel war vorrangig in Arcade verfügbar und bot mehrere Minispiele, die verschiedene Aspekte des Films nachstellten. Tron war einzigartig, da es eines der ersten Spiele war, das zeitgleich mit einem Film, auf den es also auch basierte, veröffentlicht wurde, was eine neue Marketingstrategie für zukünftige Spiele darstellte. Eines der ersten gut terminierten Filmumsetzungen also. Ein anderes Frühspiel war Mickey's Mousecapade für das Nintendo Entertainment System, welches 1988 erschien. Dieses Spiel, das in Japan von Hudson Soft und in Nordamerika von Capcom veröffentlicht wurde, war ein früher Hinweis auf die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Disney und Capcom, allerdings war es nicht Teil der offiziellen Partnerschaft, die später etabliert wurde. Das Spiel an sich war zwar ganz okay gelungen, kommt aber jetzt nicht über ein gewisses Mittelmaß hinaus. Ein weiteres Beispiel ist The Jungle Book. Den meisten dürfte die spätere Version von Virgin Interactive ein Begriff sein, aber hier gab es noch eine Version, die 1988 für die Heimcomputer in der Zeit erschienen ist. Das zeigt, dass man sich auch bei den Spieleplattformen noch nicht auf bestimmte festgelegt hatte. Das Spiel an sich ist aber eher natürlich vergessbar. In den frühen Tagen war Disneys Strategie im Videospielbereich zweigleisig. Einerseits nutzte Disney seine bestehenden Charaktere und Geschichten, um Spiele zu entwickeln, die ein jüngeres Publikum ansprachen. Diese Strategie basierte auf der Annahme, dass die Fans ihrer Filme und TV-Shows auch Interesse an Videospielen hätten, die diese Charaktere und Welten zum Leben erwecken. Ich meine, das stimmt ja auch. Wer will nicht mit seinem geliebten Universum interaktiv umgehen können? Eine Idee, die in späteren Jahren natürlich von allen Franchise-Inhabern weiter ausgebaut werden sollte. Andererseits experimentierte Disney auch mit der Idee, Videospiele parallel zu ihren Filmen zu entwickeln, um eine synergetische Marketingstrategie zu schaffen. Dies bedeutete, dass der Erfolg eines Films auch den Erfolg des Spiels fördern konnte und umgekehrt. Trotz des enormen Potenzials und der starken Markenbekanntheit stand Disney vor einigen Herausforderungen. Die frühen Disney-Spiele wurden oft für ihre einfache Spielmechanik und begrenzte Tiefe kritisiert. Diese Kritik war teilweise auf die technologischen Einschränkungen der Zeit und Disneys Unerfahrenheit im Spieledesign zurückzuführen. Die Firma konnte sich einfach nicht auf ihren starken Namen verlassen und alles würde dann wie von selbst laufen. Es brauchte auch eine entsprechende Erfahrung, um auch fesselnde Spiele zu veröffentlichen. Trotz dieser Herausforderungen waren die frühen Disney-Spiele kommerziell erfolgreich. Sie halfen, die Marke Disney in der aufkeimenden Welt der Videospiele zu etablieren und legten den Grundstein für zukünftige Erfolge. Für den Anfang reicht es anscheinend doch, auf mittelmäßige Spiele eine beliebte Figur drüber zu stülpen. Der Videospielmarkt wurde jedoch immer größer und auch populärer. Die Konkurrenz, die wurde also stärker und so musste man sich auch mehr bemühen. Die Idee für die Zusammenarbeit zwischen Disney und Capcom entstand schon in der Mitte der 1980er Jahre. Zu dieser Zeit war Disney auf der Suche nach Wegen, um seine Präsenz in der aufkommenden Welt der Videospiele zu erweitern. Capcom hingegen war ein aufstrebender japanischer Videospielentwickler, der sich durch Titel wie Mega Man und Street Fighter einen Namen gemacht hatte. Im Prinzip also eine tolle Kombination, auch wenn es natürlich Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen den USA und Japan gibt. Die Zusammenarbeit zwischen Disney und Capcom begann mit einer Vision, die über die traditionellen Grenzen der Unterhaltungsmedien hinausging. Disney erkannte das Potenzial der Videospielbranche als ein Mittel, um seine Geschichten interaktiv zu erzählen und gleichzeitig eine neue Generation von Fans zu erreichen. Capcom, bekannt für seine innovativen Spiele und technisches Know-how, stellte natürlich den idealen Partner dar. Die Initiative für die Partnerschaft kam von Disney. Disney erkannte das Potenzial, das in Capcoms Erfahrung in der Videospielentwicklung und für die Umsetzung ihrer Charaktere in Videospiele bieten könnte. Diese Idee war zu einer Zeit geboren, als Disney seine ersten Schritte im Videospielmarkt tat, aber noch Erfahrung sammeln musste. Einer der Schlüsselfiguren in der Partnerschaft war Jeffrey Katzenberg, der damalige Vorsitzende von den Walt Disney Studios. Er war maßgeblich an der Ausweitung der Unternehmensstrategie auf neue Bereiche, also auch natürlich einschließlich Videospiele, beteiligt. Bei Capcom war es die Führung
Führungsebene, insbesondere der Gründer und Präsident Kenzo Tsujimoto, der die Vision und den Wunsch hatte, mit einem internationalen Unterhaltungsgiganten wie Disney zusammenzuarbeiten. Eine solche Partnerschaft konnte ja nur für beide Parteien von Vorteil sein. Der Deal war also perfekt und Capcom setzte sich daran, seine Stärken voll auszuspielen. Die Entwicklung von DuckTales und anderen Disney-Spielen wurde von Capcom talentiertesten Entwicklern und Designern übernommen. Unter ihnen war Keiji Inafune, der an der Entwicklung von Mega Man beteiligt war und später auch die Entwicklung von Disney-Spielen mitwirkte. Diese Entwickler brachten ihre Erfahrung und Kreativität in die Gestaltung von Spielen mit ein, die sowohl die Essenz der Disney-Charaktere einfing, als auch herausfordernde und unterhaltsame Gameplay-Erfahrungen boten. Allerdings gab es bei der Zusammenarbeit auch so einige Stolpersteine. Eine der größten Herausforderungen bei der Anbahnung dieser Zusammenarbeit war der Umgang mit den Lizenzrechten. Disney war äußerst beschützend, was die Darstellung seiner Charaktere anging und legte großen Wert darauf, dass die Spiele das Disney-Feeling einfingen. Capcom musste also sicherstellen, dass ihre Spiele nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch treu zu den Disney-Originalen waren. DuckTales für den Game Boy ist eine tragbare Adaption des gleichnamigen NES-Klassikers, der auf dem beliebten Disney-Fernsehserie basiert. Das Spiel folgt den Abenteuern des reichen Onkel Dagobert Duck, der die Welt bereist, um Schätze zu sammeln und seinen Neffen zu helfen. Das Gameplay von DuckTales bleibt der NES-Version treu, obwohl es auf dem Game Boy in einer vereinfachten Form präsentiert wird. Spieler steuern Onkel Dagobert, der mit seinem Stock springen kann, um Feinde zu besiegen und Objekte aufzusammeln. Das Spiel besteht aus verschiedenen Levels, die an exotischen Orten wie den Himalaya, den Amazonas und sogar auf den Mond angesiedelt sind. Jedes Level ist einzigartig gestaltet und bietet eigene Herausforderungen und Gegner. Trotz der Limitierung des Gameboys liefert DuckTales grafisch eine solide Leistung. Die Charaktere und Umgebung sind gut erkennbar gehalten und der Charme der NES-Version ist auf jeden Fall beibehalten. Der Soundtrack ist ebenfalls beeindruckend und beinhaltet einige eingängige Melodien, die gut zur Atmosphäre des Spiels passen. Das Spiel ist bekannt für seinen moderaten Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist herausfordernd genug, um Spieler zu fesseln, aber nicht zu schwer, dass es frustrierend wird. Die Steuerung ist präzise und das Spiel macht es leicht, in die Action einzutauchen. Die verschiedenen Level und Sammelobjekte des Spiels sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Mickey's Dangerous Chase ist ein Action-Plattformspiel für den Game Boy, das die Spieler in die Welt des berühmten Disney-Charakters Mickey Mouse eintauchen lässt. Das Spiel folgt Mickey und Minnie auf einer abenteuerlichen Jagd, um ein gestohlenes Geschenk von dem Schurken Pete zurückzuerlangen. Das Spiel bietet klassisches Plattform-Gameplay, bei dem der Spieler durch verschiedene Levels navigieren, Hindernissen ausweichen und Feinde besiegen muss. Mickey kann springen, laufen und Gegenstände werfen, um sich durch die Levels zu bewegen und Gegner zu besiegen. Das Spiel bietet eine Mischung aus urbanen und natürlichen Umgebungen, die jeweils einzigartige Herausforderungen und natürlich auch Gegnertypen bieten. Das Spielprinzip erfindet das Genre jetzt nicht neu, aber dafür ist es alles kompetent umgesetzt. Die Grafik ist für Gameboy-Verhältnisse durchaus gelungen. Die Charaktere und Umgebungen sind detailliert und bleiben dem Disney-Stil treu. Die Animationen sind flüssig und was zu einem angenehmen visuellen Erlebnis beiträgt. Der Soundtrack ist fröhlich und passt gut zur Stimmung des Spiels, wobei die Soundeffekte den Aktionen auf dem Bildschirm eine zusätzliche Tiefe verleihen. Das Spiel bietet einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, der für Spieler aller Altersgruppen geeignet ist. Es ist einfach genug, um für jüngere Spieler zugänglich zu sein, bietet aber auch genügend Herausforderungen, um erfahrene Spieler zu unterhalten. Die Steuerung ist intuitiv und reagiert gut, was das Spielerlebnis insgesamt angenehm macht. Who Framed Roger Rabbit für den Game Boy basiert auf dem gleichnamigen Film und ist ein Action-Adventure-Spiel, das die Spieler in die einzigartige Welt von Toontown eintauchen lässt. In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Rolle des Privatdetektivs Eddie Valiant, der sich in der cartoonischen Roger Rabbit zusammentut, um einen Mordfall zu lösen, in dem Roger fälschlicherweise verwickelt ist. Das Spiel kombiniert Elemente von Action und Adventure, indem es die Spieler durch verschiedene Szenarien führt, die sowohl Geschicklichkeit als auch detektivisches Denken erfordern. Spieler müssen Hinweise sammeln, mit verschiedenen Charakteren interagieren und Rätsel lösen, um das Geheimnis hinter dem Mordfall zu lüften. Zusätzlich gibt es actionorientierte Abschnitte, in denen schnelle Reaktion und Timing erforderlich sind. Die Grafik von Who Framed Roger Rabbit ist stilistisch dem Film nachempfunden und fängt die Cartoon-Ästhetik sehr gut ein. Die Charaktere und Umgebung sind klar erkennbar, wobei der schwarz-weiße Farbpalette des Gameboys effektiv genutzt wird. Der Soundtrack ist stimmig und ergänzt das Spielgeschehen, wobei die Soundeffekte typisch cartoonhaft sind. Das Spiel bietet eine angemessene Herausforderung, wobei einige der Rätsel- und Action-Passagen durchaus knifflig sein können. Die Mischung aus Adventure- und Action-Elementen sorgt für Abwechslung und hält das Spiel interessant. Die Steuerung kann manchmal etwas umständlich sein, was besonders in actionreichen Teilen zu einer gewissen Frustration führen kann.
Tailspin für den Game Boy basiert auf den gleichnamigen Disney-Zeichentrickserie und bringt die Welt von Baloo, dem Bärenpiloten in seinem Luftfrachtunternehmen, in die Handheld-Welt. In diesem seitwärts scrollenden Shoot'em-Up steuern die Spieler Baloo und sein Flugzeug, die Sea Duck, durch verschiedene Level, die von der TV-Serie inspiriert sind. Das Kerngameplay von Tailspin besteht darin, Feinden auszuweichen, sie abzuschießen und Power-Ups einzusammeln, während man durch die Levels navigiert. Spieler können die Ausrichtung des Flugzeuges ändern, was eine strategische Komponente ins Spiel bringt, da sie entscheiden müssen, ob sie vorwärts oder rückwärts fliegen, um die Gegner zu besiegen und Hindernissen auszuweichen. Die Grafik von Tailspin ist typisch für Gameboy-Spiele dieser Ära mit seiner einfachen, aber klaren Darstellung der Charaktere und Umgebung. Die Level sind thematisch abwechslungsreich und fangen den Geist der TV-Serie gut ein. Das Soundtrack ist fröhlich und lebhaft, was gut zur lockeren Atmosphäre des Spiels passt. Das Spiel bietet einen moderaten Schwierigkeitsgrad, der sowohl für jüngere als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Die Steuerung ist einfach und intuitiv, was das Spiel leicht zugänglich macht. Einige Level können jedoch herausfordernd sein, was den Wiederspielwert des Spiels natürlich erhöht. Disney's The Little Mermaid für den Game Boy basiert auf dem gleichnamigen beliebten Disney-Animationsfilm. In diesem Action-Adventure-Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle der Meerjungfrau Ariel, die sich auf die Reise begibt, um die böse Meereszauberin Ursula zu besiegen und ihren Traum zu erfüllen, ein Mensch zu werden. Das Spiel kombiniert Erkundung und Action-Elemente. Die Spieler navigieren Ariel durch verschiedene Unterwasserlevel, in denen sie Gegner begegnen und Rätsel lösen müssen. Ariel hat die Fähigkeit, Blasen zu erzeugen, indem sie die Feinde einfangen und neutralisieren kann. Neben den Standardgegnern gibt es am Ende jedes Levels natürlich auch ein Bosskampf, der eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Für ein Gameboy-Spiel bietet The Little Mermaid grafisch eine zufriedenstellende Leistung. Die Charaktere und Umgebung sind deutlich und erkennbar und bleiben dem visuellen Stil des Films treu. Das Soundtrack enthält einige bekannte Melodien aus dem Film, die für eine angenehme und nostalgische Atmosphäre sorgen. Das Spiel ist relativ einfach und geradlinig, was sie besonders für jüngere Spieler oder Fans des Films ansprechend macht. Die Steuerung ist intuitiv und die Spielmechaniken sind leicht zu verstehen. Trotz Einfachheit bietet das Spiel genug Abwechslung und Herausforderung, um für einige Stunden zu unterhalten. Disney's Darkwing Duck für den Game Boy ist eine Adaption des gleichnamigen populären Zeichentrickserie. In diesem Action-Plattformer-Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Darkwing Duck, einem maskierten Superhelden und Beschützer von St. Erpelsburg, der sich verschiedenen Schurken und Herausforderungen stellt. Das Spielprinzip von Darkwing Duck folgt dem klassischen Action-Plattformer-Format. Spieler steuern den Charakter, der springen, laufen und mit seinen Gaspistolen Gadgets verschießen kann. Das Spiel besteht aus mehreren Leveln, in denen Darkwing Duck verschiedene Gegner bekämpfen und Rätsel lösen muss, um am Ende des Levels einen Bossgegner gegenüberzutreten. Also im Prinzip genauso wie bei dem Mega Mensch. Die Charaktere und Umgebung sind klar und erkennbar in einem Design, das gut zum Stil der TV-Serie passt. Der Soundtrack ist eingängig und unterstützt die atmosphärische Stimmung des Spiels, während die Soundeffekte die Actionsequenzen gut hervorheben. Darkwing Duck bietet einen ausgeglichenen Schwierigkeitsgrad, der sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Spieler geeignet sind. Die Steuerung ist präzise und reaktionsschnell, was dem Spiel zugänglich und angenehm macht. Die Bosskämpfe sind herausfordernd und erfordern strategisches Denken, was natürlich wieder zu einem erhöhten Wiederspielwert führt. Das Spiel ist allerdings nichts für blutige Anfänger. DuckTales 2. Die Fortsetzung natürlich zum bekannten DuckTales-Spiel bringt erneut Abenteuer von Onkel Dagobert und seiner Entenbande auf den Gameboy. In diesem Action-Plattformer-Spiel reist Onkel Dagobert um die Welt, um verlorene Schätze zu bergen und seine reiche Sammlung weiter auszubauen. Das Gameplay ähnelt dem des ersten Spiels, führt jedoch einige Neuerungen hinein. Spieler steuern Onkel Dagobert, der mit seinem Stock springen, schwimmen, Gegenstände aufheben und Feinde besiegen kann. Das Spiel bietet verschiedene Level an exotischen Orten, von schottischen Schlössern bis zu ägyptischen Pyramiden, jedes mit eigenen Herausforderungen und natürlich auch Geheimnissen. Die Grafik ist für ein Gameboy-Spiel echt beeindruckend. Die Charaktere und Level sind detailliert gestaltet, was den Stil der Zeichentrickserie sehr gut widerspiegelt. Der Soundtrack ist fröhlich und eingängig, was zur lebhaften Atmosphäre des Spiels natürlich beiträgt. DuckTales 2 bietet einen angemessenen Schwierigkeitsgrad, der für Spieler aller Altersgruppen geeignet ist. Die Steuerung ist intuitiv und präzise, was dem Spiel leicht zugänglich macht natürlich. Die abwechslungsreichen Levels und der Sammelaspekt des Spiels sorgen für einen hohen Wiederspielwert. DuckTales 2 war dann auch das letzte Disney-Capcom-Spiel für den Game Boy. Die Partnerschaft zwischen Capcom und Disney brachte eine Reihe also von erfolgreichen und ikonischen Spielen hervor, darunter Titel wie natürlich DuckTales und Chip 'n Dale auf dem NES. Diese Spiele waren aber nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern wurden auch von Kritikern hochgelobt und geliebt von den Fans. Sie setzten Maßstäbe in der Verbindung von kreativer Spielentwicklung und Lizenznutzung. Mit dem Fortschritt der Technologie und dem Aufkommen neuer Plattformen in den frühen 1990er Jahren begann sich die Videospielindustrie allerdings rasant zu verändern. Die Anforderungen an Grafik und Gameplay wurden immer höher
und damit natürlich auch die Entwicklungskosten. Gleichzeitig begann Disney seine Marktstrategie zu überdenken und nach neuen Wegen zu suchen, um seine Präsenz im schnell wachsenden Videospielmarkt noch mehr zu maximieren. Die exakte Ursache für das Ende der Zusammenarbeit zwischen Capcom und Disney ist nicht vollständig dokumentiert, aber es wird allgemein angenommen, dass Veränderungen in den Geschäftsstrategien und die Ausrichtung beider Unternehmen eine Rolle spielte. Während Capcom weiterhin erfolgreiche Spiele entwickelte, suchte Disney nach Partnern, die mehr Kontrolle über die Spielentwicklung und eine breitere Marktabdeckung bieten konnten. Der Übergang von Capcom zu Virgin Interactive markierte für Disney einen der bedeutendsten Schritte in der Kontrolle für seine Videospiellizenzen. Virgin Interactive, bekannt für seine technologische Innovation und kreative Spieleentwicklung, bot Disney die Möglichkeit, direkt in der Entwicklung der Spiele beteiligt zu sein, die auf seinen Filmen und Charakteren basierten. Ein Schlüsselmoment für diese neue Partnerschaft war die Entwicklung des Spiels Aladdin für das Sega Genesis. Dieses Spiel wurde für seine bahnbrechende Grafik und Animation gefeiert, die direkt von Disney-Zeichnern stammte. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Disney und Virgin Interactive setzte neue Maßstäbe in der Qualität und Authentizität von lizenzierten Videospielen. Jedoch waren die Ergebnisse danach durchwachsener als vorher mit Capcom. Die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen Capcom und Disney und die anschließende Partnerschaft mit Virgin Interactive markierte also das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der lizenzierten Videospiele. Während Capcom und Disney gemeinsam den Grundstein für den Erfolg in diesem Bereich legten, ebnete die Partnerschaft mit Virgin Interactive den Weg für eine tiefere Integration von Spielentwicklung und Geschichtenerzählen. Die Zusammenarbeit von Disney und Capcom war wahrlich eine goldene Zeit von Lizenzverschwendung. In dieser Zusammenarbeit sind wirklich keine Gurken herausgekommen. Man konnte da wirklich bedenkenlos zugreifen. Später war das leider nicht mehr so der Fall und viele der Verschwendungen waren eher mittelmäßiger Natur. Das ist natürlich wirklich schade, aber auch Capcom selbst hatte später nicht immer so zuverlässige hohe Qualität abgeliefert. Trotzdem zeigt es, wie die Franchise-Umsetzungen eigentlich sein sollten. Zuerst das Spiel und dann die Lizenz.